Also Fever Screening Solution und Personenzählung mit Ampelsystem, das sind momentan die zwei Lösungen, die am Markt gefragt sind aus verschiedenen Gründen. Wie gesagt, Tom, man sieht die Präsentation oder? Passt, alles klar. Ja, also Fieber Screening Solution, berührungslose Fiebermessung in Echtzeit und Personenzählung eben für Supermärkte, Einzelhandel und so weiter, um sicherzustellen, dass nicht zu viele Personen auf einmal in einem Gebäude sind. Wir fangen an mit Basics, Körpertemperaturmessung allgemein. Das war ein Learning, das wir jetzt auch in den letzten Wochen natürlich gemacht haben. Hatten wir bis dahin auch, war das für uns auch Neuland. Warum überhaupt Fever Screening? Um eindeutig erkennen zu können, also um Personen, die eindeutig erkrankt sind, sofort erkennen zu können. Ja? Personen, es gibt natürlich beim Coronavirus und auch bei anderen Krankheiten natürlich Krankheitsverläufe ohne Fieber, aber diese Personen kann ich sowieso nicht ohne einen Labortest erkennen und diese Labortests dauern Tage oder noch länger. Das bedeutet, Fever Screening ist einfach eine schnelle, automatisierte Lösung, um eindeutig erkrankte Personen mit Fieber halt schnell erkennen zu können und zumindest die halt vom Gebäude nicht ins Gebäude zu lassen, nicht in den Produktionsbetrieb zu lassen oder zumindest oder im Krankenhaus zu erkennen, vorzuselektieren. Warum? Auch in vielen Ländern haben wir beobachtet, dass die Regierungen oder der Gesetzgeber es vorschreibt, überhaupt bei Betrieben, öffentlichen Einrichtungen, Geschäftslokalen etc. eine Temperaturmessung durchzuführen oder es zumindest empfohlen wird. Und damit läuft es eh oft aufs Gleiche hinaus. Als Unternehmer speziell muss man seiner Sorgfaltspflicht nachkommen, weil wenn sonst etwas passiert im Unternehmen, erkrankte Personen, andere Personen anstecken, könnte man natürlich eventuell in irgendeine Art von Haftungsthema kommen oder sonst was und dadurch auch ein Grund, Fever Screening einzuführen, der Sorgfaltspflicht eben nachzukommen. Ja, allgemeines zur Körpertemperatur des Menschen. Die Standardkörperkerntemperatur liegt bei circa 36 bis 37 Grad. Exakte Messung eigentlich nur rektal möglich. Alle anderen Messverfahren liefern verfälschte Werte. Und schon aus diesen Angaben, Körperkerntemperatur 36 bis 37 Grad Standardwert, dass alle Verfahren eigentlich verfälschte Werte messen, Stirnthermometer, Innenohrthermometer, unter der Achsel messen etc. etc., ist mir deswegen wichtig, dass ihr das wisst und versteht, weil man hat oft das Gespräch mit Kunden oder Interessenten, wie genau ist das, geht das auch auf 0,1 Grad genau, geht das auf 0,3 Grad genau. Die Realität dahinter ist, dass keine Körpertemperaturmessung grundsätzlich so exakt ist. Und der nächste Punkt, Verfälschung durch äußere Einflüsse, speziell Umwelt, sprich Außentemperatur, ist ein wesentlicher Faktor. Sprich, das haben wir jetzt beobachtet, wenn es in Wien kalt war die letzten Tage und es hat 4 Grad ja, oder 0 Grad und die Leute kommen von draußen in den Bereich, wo Temperatur gemessen wird, ja, egal ob das jetzt manuell ist oder mit unserer Lösung, die Leute sind ausgekühlt, Stirn und Ohren sind kalt und man misst, egal mit welchem Messverfahren, nicht die Messverfahren sind das Problem, sondern der menschliche Körper, der ausgekühlt ist, ja, die kalte Stirn, die kalten Ohren, man misst Temperaturen 32 Grad, 33 Grad oder sonst was, ja. Neben mir hat ein Arzt im Innenohr einer Person 33 Grad gemessen. Das wäre medizinisch betrachtet eine schwere Unterkühlung. Ja. Das heißt, das ist wichtig, wenn es darum geht, wenn die Leute immer wieder fragen, wie genau ist das aussagekräftig etc. etc. Die klare Antwort ist, das Messverfahren ist auf 0 plus minus 0,5 Grad genau. Es ist auch, ich komme dann nachher dazu, grundsätzlich ein noch viel besseres Messverfahren als eine punktuelle Messung mit manuellen Methoden. Grundlegend ist aber das Problem, dass die Körpertemperaturmessung an sich vom menschlichen Körper abhängt und da eben viele andere Faktoren einfließen. Ja, und zu dem Thema Umwelt, also dass die Umwelt, also die Außentemperatur und sowas Einfluss hat auf die zu messende Temperatur des menschlichen Körpers, daraus leitet sich auch automatisch das ab, was die Hersteller immer wieder in den Präsentationen, Datenblättern angeben, was wir auch angeben, das Ganze hat im Innenbereich zu erfolgen. Technisch funktionieren sowohl die Handheld-Geräte als auch die fix installierten Systeme auch im Außenbereich. Die sind alle wetterfest und für Außentemperaturen geeignet. Auch die Messung unserer Systeme an sich kann im Außenbereich grundsätzlich erfolgen. Das Problem ist eher, dass die Menschen ausgekühlt sind und die Körpertemperatur des Menschen einfach verfälscht ist.
Ja, wie gesagt, dieses Problem habe ich mit jedem Messverfahren. Ich komme dann noch dazu, warum das mit unserem Fieberscreening eigentlich eh noch wesentlich besser ist als mit anderen Verfahren. Also die Kurzfassung hierzu: Körpertemperaturmessung allgemein. Fieberscreening ist keine exakte medizinische Messmethode, sondern ein automatisiertes Verfahren zur schnellen Erkennung und Meldung offensichtlich kranker Personen. Ja, und genau darum geht es. Bei den Anwendungsfällen, von denen wir reden, geht es darum, große Menschenmengen möglichst schnell, möglichst automatisiert, ohne Personalaufwand, grob zu screenen, dass zumindest niemand mit stark erhöhter Körpertemperatur oder eindeutigen Fiebersymptomen in den zu überwachenden Bereich geht. Zielgruppe Fieberscreening. Natürlich ist das hier noch bei weitem nicht alles, aber das ist das, wo wir aktuell im Vertrieb dran sind und wo wir halt auch immer wieder merken, dass hier das Interesse besteht. Krankenhäuser natürlich, Seniorenheime. In Krankenhäusern haben wir schon die ersten Installationen gemacht und machen auch nächste Woche schon wieder 5 weitere Installationen. Seniorenheime ist sicher eben auch ein großes Thema, dass keine kranken Besucher in die Heime kommen, Pflegeheime und so weiter. Öffentliche Einrichtungen, Botschaften, also grundsätzlich jede öffentliche Einrichtung ist in weiterer Folge potenziell interessant, oder für jede öffentliche Einrichtung, für jede Botschaft ist das in weiterer Folge potenziell interessant. Militär und Polizei natürlich für Grenzschutzeinsätze, mobile Einsätze mit den Handgeräten zum Beispiel. Lebensmittelproduktion und Industrie. Tatsächlich haben wir mittlerweile sehr, sehr viele Anfragen von Produktionsbetrieben. Wir haben eben auch beobachtet, dass in Tschechien und Polen kurzzeitig die Regierung Fieberscreenings, also jetzt, ob jetzt grundsätzlich Fieberscreenings, ohne die Methode vorzugeben, sogar vorgeschrieben hatte. Sie sind dann ein bisschen zurückgerudert auf eine Empfehlung, aber wir haben dadurch hat sich das herumgesprochen in Produktionsbetrieben in Europa, und viele gehen auch davon aus, dass eine ähnliche Regelung, ob jetzt vorgeschrieben oder Empfehlung, auch in Österreich kommen wird und in Deutschland und so weiter. Ja. Und dadurch für Produktion und Industriebetriebe mit Schichtwechsel, mit vielen Mitarbeitern natürlich interessant dafür. Einzelhandel, Shoppingcenter. Einzelhandel, jetzt die ganzen Supermärkte natürlich, in weiterer Folge die Baumärkte, die aufmachen dürfen, weil die dürfen, zumindest aktueller Status in Österreich, halt nur mit maximalen Besucherzahlen und so weiter arbeiten. Das ist dann für die Personenzählung auch sehr wichtig. Und auch für Shoppingcenter, wenn die dann in weiterer Folge irgendwann wieder aufmachen dürfen, werden die sicher auch schauen, im Zuge ihrer Sorgfaltspflicht versuchen, mit solchen automatischen Lösungen den Kunden auch ein Gefühl von Sicherheit zu geben, ja, zu sagen, ah, bei uns wird zumindest etwas getan dafür, dass wir offensichtlich kranke Personen nicht hineinlassen, dass sich nicht zu viele Personen bei uns aufhalten und so weiter. Bauwirtschaft, da ist so, dass bei vielen großen Baufirmen es so ist, dass in der Früh in den Niederlassungen hunderte Mitarbeiter ankommen und von dort dann mit dem Bus weiterfahren auf die Baustellen. Und da ist auch wichtig, oder ist eine Möglichkeit, die Mitarbeiter eben bei der Ankunft am Firmengelände zu screenen, bevor sie auf die Baustellen fahren. Flughäfen, Bahnhöfe, U-Bahn-Stationen, öffentliche Verkehrsbetriebe, natürlich auch interessante Themen. Und in weiterer Folge, wenn es dann wieder erlaubt ist, Veranstaltungen, Veranstaltungsstätten natürlich auch. Und für die Personenzählung, wie gesagt, auch der Einzelhandel, der jetzt ja oft die Auflagen hat, dass nur 100 Personen im Geschäft sein dürfen. Wie will man das zählen? Ja, das ist händisch oft nicht möglich, weil Ein- und Ausgang getrennt sind. Das sind unsere automatischen Systeme natürlich toll. Und dann Shoppingcenter mit mehreren Ein-Ausgängen überhaupt. Ja, da kann man das nur technisch lösen. Produktion und Industrie auch wieder, Flughäfen, Bahnhöfe, U-Bahnen und auch in weiterer Folge wieder Veranstaltungen und Veranstaltungsstätten. So, hier nochmal die Kernpunkte und Kernvorteile der automatischen Fieberscreening-Lösung. Berührungslose Fiebermessung aus 1 oder bis zu 9 Meter sicherem Abstand, sprich der Vorteil gegenüber der händischen Messmethode: Ich muss nicht aufs nächste an die Person rangehen und der das Stirnthermometer an die Stirn halten, den quasi sogar berühren oder wie mit dem Innenohrthermometer, sondern es passiert je nach Gerät, das sieht man nachher noch, eben aus sicherem Abstand oder mit den fix installierten Kameras überhaupt komplett ohne menschliche Einflussnahme aus bis zu 9 Meter. Das heißt Sicherheit für die, die die Messungen durchführen müssen. Hohe Genauigkeit durch Echtzeit-Maximalwertmessung. Ich habe vorher schon gesagt, also ein Stirnthermometer misst die Temperatur an einem Punkt auf der Stirn. Ein Innenohrthermometer misst es genau einmal am Innenohr. Wenn man mit diesen Messgeräten mehrfach misst hintereinander, bekommt man auch extrem hohe Abweichungen, speziell auf der Stirn,
Jede Stelle ist ein bisschen anders, je nach Durchblutung etc. Die ganzen Systeme, die wir hier anbieten, die machen eine automatische Maximalwertmessung. Die schauen sich quasi das ganze Gesicht oder den ganzen Messbereich an und sagen, das ist die wärmste Stelle und die wird für den Vergleich mit dem Schwellenwert herangezogen. Ja? Also da auch wieder der Vorteil, mache ich eine manuelle Messung, kann sein, dass ich auf der Stirn eine schlecht durchblutete Stelle bei dem Menschen erwische, da hat er nur 36 Grad, messe ich irgendwo anders, wo eine Ader verläuft, hätte er vielleicht einen Fieberwert, ja, und das machen unsere Systeme automatisch. Also der menschliche Fehler oder dieser Messfehler wird dadurch ausgeklammert. Dadurch also bessere Lösung. Automatische Alarmierung per Audio-Wiedergabe aus der Kamera oder per Audio-Wiedergabe aus der Software, optisch per Blitzlicht an der Kamera oder mittels Pop-up in der Software. Oder eben sogar über Handy-App. Also wenn man die Geräte, die das können, komme ich nachher noch dazu, mit dem Internet verbindet, mit dem Netzwerk verbindet, kann ich mir sogar auf eine mobile Handy-App die Benachrichtigungen schicken lassen. Ja, dann kann der Betriebsleiter zum Beispiel bekommt per Push-Notification auf sein Smartphone, hey, bei dieser Person wurde erhöhte Temperatur gemessen. Also es müsste theoretisch nicht mal unbedingt jemand an der Messstelle vor Ort sein und das kontrollieren, sondern es könnte sich jemand, der im Betrieb anwesend ist, zum Beispiel oder im Krankenhaus anwesend ist, so benachrichtigen lassen. Also auch da diese automatische Alarmierung, wenn eine Grenzwertüberschreitung stattfindet, auch ein wesentlicher Vorteil im Vergleich zur manuellen Messung, weil bei der manuellen Messung steht da immer noch ein Mensch, der den Zahlenwert abliest. Und wir alle wissen, wenn ich das 3000 Mal mache, dann lese ich sicher 300 Mal falsch ab. Oder ich weiß es nicht, vielleicht 100 Mal, aber es ist der menschliche Fehler einfach vorhanden. Bis zu 30 Personen mit den vollautomatischen Kameras gleichzeitig screenen, hohe Durchsatzraten. Auch hier wieder die ganzen Verfahren, egal ob das kleinste Handgerät oder die vollautomatischen Kameras, die Durchsatzmenge und die Geschwindigkeit der Messung ist wesentlich höher als mit den Stirnthermometern oder Innenohrthermometern. Also ein weiterer Vorteil. Weiters können die vollautomatischen Kameras zum Beispiel auch gekoppelt werden mit Schiebetüren, Schleusen, Drehkreuzen oder sonst was. Also ich kann das auch verwenden, um zu kontrollieren, dass nur Personen ohne erhöhte Temperatur überhaupt in den Produktionsbetrieb reinkommen und so weiter. Ja, das ist möglich. Wieder Vorteil so einer manuellen Messung geht da nicht. Also und deswegen, also kurz zusammengefasst, automatisierte und exakte Fiebermessung ohne Personal, entweder eine Insellösung im Handbetrieb oder mit der Kamera auf Stativ für vorübergehenden mobilen Einsatz oder Fixinstallation in ein lokales Netzwerk, ins Internet integriert, wo ich sogar die Möglichkeit habe, eine zentrale Auswertung zu machen. Das heißt, ein Portier überwacht 10 Eingänge, weil er kriegt eher die Benachrichtigung, wenn jemand erkannt wird mit erhöhter Temperatur. Auch möglich. Und deswegen ist es die effizienteste und sicherste Lösung gegenüber den Standardverfahren für Fieberscreening. Die Videos dazu sind auf unserer Homepage zu finden, taurus-sicherheitstechnik.at/corona-fieber-screening. Das können wir uns nachher noch anschauen. Und ja, dann kommen wir zu den technischen Varianten eben, die es gibt. Ich werde mir dazu ganz kurz meine Notizen noch aufmachen. So, bei den Handgeräten ist grundsätzlich wichtig, ich sage zu den Handgeräten, ich fange mit denen jetzt kurz an. Die Handgeräte, wie gesagt, sind halbautomatisch, würde ich das nennen, weil die haben nicht diese Möglichkeit, 30 Personen gleichzeitig zu messen. Die haben nicht diese Gesichtserkennungsfunktion, wie es die vollautomatischen Systeme haben. Sondern da muss ich schon den Bereich dieser Handheld-Kamera auf den Gesichtsbereich der Personen richten. Und die Kamera sucht mir schon automatisch den heißesten Punkt raus. Beim kleinen Handheld, das nur einen Thermosensor drinnen hat, muss ich trotzdem den Wert manuell ablesen. Da gibt es keine Benachrichtigung, akustisch oder optisch, wenn ein Wert überschritten wird. Das ist das allerkleinste Gerät mit dem reinen Thermalsensor. Trotzdem können die Personen flüssig an dem Gerät vorbeigehen. Die Person muss nicht stehen bleiben. Ich muss nicht jetzt auf das Gesicht zielen und quasi mit dem Stirnthermometer abdrücken und warten, bis ich ein Messergebnis habe. Die Leute können trotzdem flüssig an dem Messpunkt vorbeigehen.
die größeren, hochwertigeren Handmessgeräte, das, was auch hier abgebildet ist, die haben eine optische Kamera und eine Thermalkamera eingebaut. Die können tatsächlich auch optisch und akustisch signalisieren vom Gerät aus. Also da kann ich mir am Display das Rot anzeigen lassen, wenn eine Temperatur überschritten wird, kann automatisch ein Bild machen lassen von der Person. Das Gerät kann piepsen, das hat einen Alarmton eingebaut und dieses Gerät hat WLAN eingebaut. Ich kann das in ein Netzwerk hängen, kann das auch mit der Software betreiben. Also man könnte dieses Gerät tatsächlich hinstellen, vor dem Portierkammerl, könnte damit eine automatische Messung quasi machen lassen und der Portier könnte in der Software immer benachrichtigt werden, wenn halt eine auffällige Person erkannt wird. Also das kleinste Gerät, nur Thermalsensor, schon eine Maximalwertmessung, aber ohne Gesichtserkennung, keine automatische Alarmierung. Das große Handheld-Gerät hat auch eine optische Linse und eine Thermallinse, kann Fotos von den Personen machen, hat eine optische und akustische Alarmierung automatisch eingebaut und WLAN, dass ich es mit Software und App koppeln kann. Ja. Vorteil bei den Handgeräten natürlich, die sind akkubetrieben. Ja. Das bedeutet, ich kann die natürlich mobil und unabhängig von einer Stromversorgung einsetzen. Ja. Das sind die Vorteile. Die kleinen Handgeräte, nur mit dem Thermalsensor haben wir Anfragen von Grenzschutzbehörden, Polizei etc. Und die großen Handgeräte sind dann wieder so eine Lösung für Betriebe, die das halt mobil halten wollen, zum Beispiel, oder auch für Einsatzkräfte und so weiter. Und dann kommen wir eigentlich zur vollautomatischen Lösung, sprich, ich habe diese Spezial-Fieber-Screening-Kamera, die auch wieder einen optischen Sensor, also eine ganz normale bildgebende Kamera drinnen hat, also mit einer tollen Auflösung bis zu 8 Megapixel, wo ich den Thermalsensor auch drin habe für die Temperaturmessung an sich, wo ich je nach Modell, da gibt es unterschiedliche Modelle von den Fieber Screening Kameras zur Fixinstallation. Es gibt die mit 3 und 6 mm Brennweite für die kürzeren Entfernungen von 1 bis 3 Meter. Und dann gibt es die mit 10 und 15 mm Brennweite, die aus 6 bis 9 Meter Entfernung auch das messen können und so weiter. Die Geräte für die kurzen Entfernungen haben das Audio- und Modul und das Blitzlicht für die Alarmierung direkt eingebaut. Die Geräte für die größere Entfernung, weil sie eben dann teilweise recht weit weg sind von den Messpunkten oder wo die Personen an sich sind oder die Personen, die kontrollieren, haben das nicht eingebaut. Da macht man die Alarmierung dann über die Software, Audio-Nachricht und Pop-up-Fenster in der Software zum Beispiel oder Push-Notification am Handy wieder. Dann gibt es mittlerweile noch die neuen Geräte, diese Terminals. Also man sieht hier auf so einem Standfuß montiert. Oben ist eine kleine Thermalkamera, unten ist so ein Gesichtserkennungsterminal. Das ist auch geeignet, um für Eingangsbereiche von Produktionsbetrieben etc. Das kann man auch verwenden, um die Drehkreuze oder Schiebetüren oder sonst was anzusteuern. Und das kann ich eben also entweder hier installieren, zum Beispiel bei solchen Schleusen, die schon existieren, oder ich kann das Terminal separat einfach hinstellen in meinem Eingangsbereich und sage, alle Besucher müssen sich hier zum Beispiel einmal registrieren und überprüfen lassen. Diese Terminals haben auch eine automatische Maskenerkennung eingebaut, wo das System auch sagen kann, hat eine Maske auf, hat keine Maske auf. Die Kameras können nicht die Maskenerkennung. Das ginge, wenn man die Kamera an einen Spezialvideorekorder anschließt, kann auch erkannt werden, ob Masken vorhanden sind bei den Personen oder nicht. Und das vierte, auch vollautomatische System ist, so wie man es kennt, ein Metalldetektor mit eingebauter Fieber-Screening-Kamera da oben, wo auch oben automatisch die Messwerte angezeigt werden und auch automatisch optisch mit LED-Balken und akustisch Alarm ausgelöst werden kann, wenn hier jemand durchgeht. Also noch einmal kurz auf den Punkt gebracht, von kleinem Handheld mit Thermosensor bis hin zu großen Geräten, also großen Handgeräten mit Kamera und Thermalsensor, bis hin zu den fix installierten Kameras oder den Terminals oder den Metalldetektorschleusen sind die verschiedenen Lösungen für Fieber Screening, die es da jetzt eben gibt.
Hier die Vorteile noch einmal, das haben wir jetzt im Endeffekt anfangs bei der Körpertemperaturmessung schon besprochen. Also das ist das klassische Kopf- oder Stirnthermometer, wo man wirklich an die Stirn der Person quasi dranhalten muss, wo man aufs Messergebnis warten muss. Die Anzeige nur eine numerische Anzeige ist, keine automatische Alarmierung oder sonst was. Die Messung dauert lange, ist ineffizient und unsicher für die, die die Messung durchführen. Und hier mit dem Thermalhandgerät, wie gesagt, große sichere Distanz, Vermeidung von physischem Kontakt, hohe Effizienz, geeignet für in Bewegung befindliche Menschenmassen, Screenshot- und Speicherfunktion, auch für die Dokumentation von erfassten Personen, Echtzeitmessung zu jedem Zeitpunkt die aktuelle Temperatur und das große Handheld, wie gesagt, kann auch in PC, Mobile Client App integriert werden. Und hier sieht man auch nochmal den technischen Aufbau der Lösungen. Also das ist jetzt das fixe Screening mit einer fix installierten Kamera. Installationshöhe der Kamera zwischen 1,7 und 2,5 Meter, damit die Gesichter natürlich gut erkannt werden können. Und der Abstand zu den Personen eben je nach Kameratype. Hier sieht man diese 10 mm Thermallinse 3 bis 7 Meter. 15 mm Thermallinse, 4,5 bis 9 Meter. Und hier nicht aufgeführt sind dann eben die anderen Kameras mit 3 und 6 mm Brennweite für Entfernungen von 1 bis 3 Meter. In der Praxis beobachten wir übrigens, dass diese Systeme, dass diese Distanzangaben der Hersteller natürlich sehr, wie soll ich sagen, restriktiv angibt. In Wirklichkeit funktioniert das auch außerhalb dieser Reichweiten sehr, sehr gut und mit wenig Abweichung. Ja, und man sieht hier, die Fever-Screening-Kamera an sich hängt an einem PoE-Switch. Das heißt, die bekommt über ein Netzwerkkabel die Stromversorgung, wird auf dem Stativ oder an die Wand montiert. Und an dem Gerät dran hängt eben zum Beispiel der PC mit der Software und wo die betreuende Person sitzt. Dieser hier abgebildete NVR-Netzwerk-Videorekorder ist eben optional. Wenn ich eben mehrere Kameras zusammenfassen will in einem System, kann mir das viele Vorteile bringen. Ich kann hier dann die Kameras auch einfach zum Aufzeichnen von ganz normalen Überwachungsvideos verwenden und so weiter, aber ist nicht zwingend notwendig. Also dieser Videorekorder ist nicht zwingend notwendig. Wirklich brauchen tue ich die Kamera, den PoE-Switch für die Versorgung, für die Stromversorgung der Kamera und für die Verbindung mit dem PC. Und grundsätzlich gibt es eine Gratis-Software vom Hersteller, die eben auf einem Laptop oder Computer von uns, also den wir mitverkaufen und beistellen, installiert werden oder auf einem vom Kunden beigestellten PC oder Laptop. Die Maschinen, auf denen die Software flüssig läuft, wir empfehlen einen i7-Prozessor, 16 GB RAM, Arbeitsspeicher und eine dezidierte Grafikkarte. Ja, für eine einzelne Kamera wird auch ein kleineres oder einfacheres, günstigeres Gerät reichen, aber das ist die Empfehlung des Herstellers. Und ansonsten hier noch zu den, und was mir noch einfällt hier, diese PCs, also grundsätzlich kann ich eine Kamera auch an mehreren PCs oder Arbeitsplätzen auch darstellen lassen und mich benachrichtigen lassen etc., solange die halt alle netzwerktechnisch irgendwie untereinander verbunden sind, weil grundsätzlich sind das halt Netzwerk-Thermalkameras. Ja, hier haben wir nochmal diese technischen Daten, die thermale Auflösung, die optische Auflösung. Ja, das ist meistens nicht so interessant für die Kunden oder die Projekte umsetzen. Wichtig ist, dass die Lösung funktioniert. Hohe Genauigkeit, plus minus 0,5 Grad Celsius, Messbereich 30 bis 45 Grad, Betriebstemperatur 10 bis 35 Grad. Wie gesagt, in Wirklichkeit sind die Kameras auch wetterfest, aber das ist halt das, was als Innenraumtemperatur quasi genommen wird. Und hier nochmal wichtig, die fix installierten Kameras haben Gesichtserkennung eingebaut. Damit ist sichergestellt, dass auch nur, wie man es hier auf diesen Bildern klein sieht, dass auch nur am Gesicht die Temperatur gemessen wird, weil ansonsten, wenn jemand einen Kaffeebecher, einen heißen Laptop oder ein aufgeheiztes Mobiltelefon in der Hand hat oder sonst was, könnte das ohne diese intelligente Gesichtserkennung, könnte an der falschen Stelle eine Temperatur gemessen werden und so zu einem Fehlalarm führen. Ja? Also das ist auch wichtig zu wissen, hier diese Mischung aus künstlicher Intelligenz für die Gesichtserkennung und dann damit verbunden die Messung am Gesicht wirklich, Maximalwertmessung am Gesicht. Ja. Genau, und hier sieht man auch nochmal den Einsatzzweck mit dem Handheld-Gerät.
Fiebercheck auf Distanz, kein Anhalten am Kopf nötig. Und hier sieht man auch, dass auch das ist jetzt vom großen Handheld, die haben das auch eine normale Kamera eingebaut hat und eine Thermallinse. So schaut das Bild da aus. Man sieht hier dieses rote Kreuz, zeigt mir den heißesten Punkt an. Man sieht, das ist keine Gesichtserkennung. Ja? Wenn da jetzt im Hintergrund von der Person eine Klimaanlage oder eine Elektroheizung wäre, dann wäre das vielleicht der heißeste Punkt. Also wichtig, die haben schon einen Nachteil, die Handgeräte, sie erkennen nicht das Gesicht und das könnte durch irgendwelche anderen heißen Gegenstände im Bild eben verfälscht werden. Hier sieht man das Gerät auch nochmal abgebildet. Touchscreen hinten. Ich kann dann mit diesen Tasten und am Touchscreen Einstellungen vornehmen, Werte ablesen und so weiter. Wi-Fi eingebaut und Echtzeit-Audioalarm beim großen Handgerät. Und ja, Einsatzszenarien, wie gesagt, hatten wir auch schon besprochen. Krankenhäuser, Altenheime, Flughäfen, Bahnhöfe, Schulen, Universitäten, Produktionsbetriebe etc. Ja, das ist es eigentlich mit den Fieber-Screenings soweit. Wichtig noch genau zu den Handgeräten fällt mir noch ein, Betriebszeit ist circa, also Akkulaufzeit beim kleinen Gerät ist bis zu 8 Stunden. Neue Informationen, die ich erhalten habe, ist, dass grundsätzlich die Handgeräte immer nur für einen Einsatz von 2 bis 4 Stunden geeignet sind, weil der Thermalsensor drinnen immer wieder abkühlen muss dazwischen. Das heißt, ja, wieder menschlicher Rhythmus, 3, 4 Stunden arbeiten, halbe Stunde Pause und dann wieder weitermachen. Ja. Beim kleinen Gerät, der Akku an sich hält 8 Stunden, beim großen Gerät hält der Akku auch an sich nur einen Einsatz, also 4 Stunden circa. Ja, dann die Personenzählung. Wie gesagt, das, was für einen Einzelhandel, Geschäftslokale etc. oder auch für öffentliche Gebäude interessant sein kann, wenn es darum geht, wir müssen einen Überblick bewahren, wie viele Personen sind in unserem Einkaufszentrum, in unserem Supermarkt und das händisch gar nicht möglich ist oder machbar ist, weil es mehrere Ein-Ausgänge gibt oder einfach, weil es unmöglich ist, den Überblick zu bewahren. Ja, ist das eine Videoanalyse basierende Lösung? Also man sieht hier rechts im Bild ist diese Kamera, ja, die hat zwei bildgebende Sensoren eingebaut, zwei Kameras damit Stereo-Bild bedeutet, die Kamera schaut aus zwei Blickwinkeln und kann so auch die Höhe bzw. Größe von den Objekten, sprich Personen, beurteilen. Und es werden dann Objekte wie Einkaufswagen, Kinder, Hunde oder sonst was nicht als Personen gezählt. Grundsätzlich ist der Aufbau der, an jedem einen Ausgang muss so eine Personenzählungskamera installiert werden. Die sind netzwerktechnisch verbunden mit einem Videorekorder, mit einem Videoserver. Und auf diesem Videoserver passiert die Zusammenfassung der Zählpunkte. Das heißt, jede Kamera meldet dem Videoserver, wie viele Personen rein und rausgegangen sind. Und der Videorekorder oder Videoserver macht dann die Auswertung, wie viele Personen sind jetzt insgesamt drin und muss die Ampel jetzt auf grün oder rot schalten. Die Ampel wird auch an diesem Videorekorder-Videoserver angeschlossen, weil der hat die Steuerung für die Ampel eingebaut. Das heißt, man muss auch daran denken, bei diesen Systemen bezüglich Verkabelung und Montage der Systeme. Ja, das muss man sich im Einzelfall dann immer ein bisschen anschauen. Ja, Ampel kann anzeigen, ob Eintritt erlaubt ist oder das Geschäft voll ist. Sehr hohe Messgenauigkeit, weil die Leute oft fragen, ja, wie genau ist das? Wird da jede zweite Person falsch gezählt? Nein, also da kann man von 98% Genauigkeit ausgehen und da geht man aber davon aus, wenn da wirklich die Leute völlig unkontrolliert, wirklich wie in einem Einkaufszentrum, einfach rein und rausgehen. Ja? Die intelligenten Kameras können das wirklich vernünftig und intelligent auswerten. Und Höhenmessung und damit demografische Auswertung möglich. Dadurch, dass die Kamera eben diese Körpergröße circa messen kann, kann man auch Rückschlüsse darauf ziehen, waren das erwachsene Personen oder Kinder. Ist jetzt nicht mega genau, aber kann man machen. Ja, Personenzählung in der Praxis. Hier sieht man auch nochmal, dass Personen, die nur in den Bereich gehen und wieder rausgehen, nicht gezählt werden. Dass Personen, die kurz über die Linie, aber dann wieder rausgehen, auch nicht als Eintritt gezählt werden, sondern nur die, die wirklich drüber gehen und drin bleiben. Die Erfassungsbreite, wie breit kann der Ein- oder Ausgang sein, hängt davon ab, wie hoch die Kamera montiert ist, weil die Objektiv ist fix. Es ergibt sich auf jeden Fall, man kann das auf circa 2 bis 6 Meter Höhe montieren und dementsprechend bekommt man eine mögliche Eingangsbreite von 1 bis 8 Meter, die überwacht werden kann. Ja. Und man sieht hier, die Kamera muss wirklich über dem Eingang montiert werden, sodass die Personen eben schön gezählt werden können von gerade oben.
Das ist jetzt noch diese Auswertungsmöglichkeit. Wie gesagt, diese Auswertungen sind jetzt in unserem Anwendungsfall, wo es nur darum geht, dass die Ampel auf grün oder rot schaltet, gar nicht das Wichtigste meistens für die Kunden. Wir glauben aber, wenn die Geschäfte sich jetzt diese Lösung anschaffen und das auch installiert lassen, werden sie in weiterer Folge auf diese Auswertungslösungen Wert legen und wird ihnen gefallen, dass sie da Besucherzeiten, Besucherströme analysieren können und so weiter. Ja. Das ist es eigentlich im Großen und Ganzen hierzu. Dann schalte ich jetzt mal die Aufzeichnung aus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.